Und damit sind wir in Teil 2 der Sendung der Aktionärsbrief TV im Rahmen von Bernecker TV. Telefonisch zugeschaltet ist uns Volker Schulz. Und für diejenigen, die uns im Free TV sehen, für die startet dieses Video quasi ja jetzt erst. Im ersten Teil der Sendung hatten wir auf das allgemeine Marktumfeld geschaut. Wir haben in Teil 1 dieser Sendung auch geschaut auf die Diskrepanz zwischen realwirtschaftlicher Bremse und andererseits eben aber auch Stützung durch die Geldpolitik und durch die Fiskalpolitik. Außerdem hat Volker Schulz zwei Aktien angeleuchtet, beides US-Werte, nämlich Facebook und Stryker. Und damit kommen wir jetzt zum Schnelltest, wo 8 Aktien kurz und knackig für Sie eingeordnet werden sollen. Und wir steigen gleich ein mit einer Aktie, die im Fegefeuer der Coronavirus-Ängste steht und stand, nämlich Deutsche Lufthansa. Die Aktie wurde kräftig gerupft. Volker, was ist deine Meinung zu der Aktie auf diesem Absturzniveau? Ja, heiß diskutiert auch in den sozialen Medien, die Lufthansa im Moment. Schauen wir uns einfach die Ausgangslage mal an. Also die Lufthansa braucht staatliche Hilfe, das wissen wir jetzt und sie wird sie auch bekommen. Also wird Lufthansa überleben. So, das ist erstmal Fakt 1. Fakt 2 ist, ohne Corona fliegt Lufthansa ja ungefähr einen Umsatz um die 40 Milliarden Euro ein. Ja? Bei einem Nettogewinn, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, stark schwankend, auf keinen Fall nachhaltig steigend, aber der Nettogewinn, der lag immer irgendwo zwischen 1,7 und 2,4 Milliarden Euro. Letztes Jahr waren es nur 1,2 Milliarden Euro, waren aber auch einige Sondereffekte drin. Und das alles bei Ölpreisen um 50 bis 60 Dollar. So, dem steht aber ein Börsenwert aktuell von 4,5 Milliarden Euro gegenüber. Ja, das macht eigentlich gemessen an dem, was man kann, KGV von 2,5 bis 3,5. Das heißt, selbst wenn Lufthansa eine Staatsbeteiligung bekommt und verwässert wird, ist die Bewertung natürlich ein echter Witz. Wo man auch nochmal genau hingucken muss bei Lufthansa, ist auf die Bilanzsituation. Und dann vergleicht man das am besten mal auch mit anderen Fluggesellschaften. Ja, die Lufthansa hat ein Gearing von etwa 65%. Ja. Damit steht man signifikant besser da als zum Beispiel IAG oder Air France, KLM. Bei denen liegt das Gearing nämlich bei über 150%. Ja, konkret heißt das, die Nettofinanzschulden bei denen übersteigen das Eigenkapital deutlich. Das ist bei Lufthansa nicht so. Ja, also Lufthansa steht eigentlich auch bilanziell besser da als die Konkurrenz. Und da muss man noch einen Punkt betrachten, das sind diese Ölpreise, die wir im Moment haben. Die Ölpreise bei Lufthansa sorgen natürlich ab 2022 noch bis 2023 hinein für einen recht großen positiven Kosteneffekt. Nicht schon nächstes Jahr oder dieses Jahr, weil, dazu muss man auch wissen, die Kerosinpreise, die wären bei der Lufthansa über 24 Monate rollierend eigentlich immer abgesichert. Deshalb hat man davon im Moment noch nicht. Aber ab 22 wird man davon signifikant profitieren. Also warum soll ich da nicht anfangen, eine Lufthansa einzusammeln? Wir haben es im Aktionärsbrief schon gemacht. Wir hatten eine Kaufstaffel angegeben, sind jetzt drin und warten einfach jetzt 2-3 Jahre ab, dass die auch nochmal auf 7 fallen kann, will ich überhaupt nicht ausschließen. Aber die langfristige Perspektive bei der Lufthansa ist doch deutlich besser als bei vielen anderen Airlines. Okay. Volker, du hattest den Ölpreis schon angesprochen. Der Ölpreis ist zwischen die politischen Fronten ja offensichtlich gekommen. Schlumberger ist die Nichtsaktie, die es bös erwischt hat. Wie ist deine Meinung zu der Aktie? Es ist wirklich bös. Und da muss ich ganz klar sagen, das Management hat sich bei Schlumberger also komplett verzockt in den letzten Jahren. Man hat ja in den letzten Jahren richtig großzügig Dividenden ausgeschüttet. Man hat Aktienrückkäufe auf Pump getätigt. Dazu kamen dann noch ein paar zweifelhafte Akquisitionen. Und das sorgt jetzt natürlich für Stress in der Bilanz. Und das ist ein ziemlich großer Stress. 2019 hatte man schon Stress, da gab es Abschreibungen, da gab es eine Wertminderung um 13 Milliarden Dollar. Ohne diese Wertminderung hätte man dann noch 1,47 Euro je Aktie verdient. Aber was eben auffällt, die Ertragskraft war schon 2019 klar rückläufig bei Schlumberger. Ja. In der Bilanz stehen 2,2 Milliarden Dollar liquide Mittel, dagegen aber auch 15,3 Milliarden Dollar Schulden. Und das ist eine Situation, die ist alles andere als komfortabel.
Dazu muss man jetzt sehen, dass natürlich die Investitionen in dem Sektor auf Null kippen. Ja, somit kann man fest davon ausgehen, dass die Gewinnzahlen oder was heißt Gewinnzahlen, es wird erstmal keine Gewinne mehr geben. Man wird definitiv in den roten Bereich abrutschen. Möglicherweise sind sogar Rettungsmaßnahmen möglich, was zu einer Verbesserung führen könnte, schließe ich auch nicht aus. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Umsatz von Schlumberger jetzt in diesem Zyklus auch als Runrate gesehen, man hat ja auch, glaube ich, ein gebrochenes Geschäftsjahr. Man hatte letztes Jahr 32 Milliarden Dollar Umsatz. Mich würde nicht überraschen, wenn das jetzt in den nächsten Quartalen auf 20 Milliarden Dollar abkippt. Und ich muss ehrlich sagen, in solchen Titeln fühle ich mich nicht sonderlich wohl. Man kann sowas sicherlich versuchen. Ich meine, die Bewertung rein, das Verhältnis von Börsenwert zu Umsatz, das ist sicherlich spannend. Aber ich würde mich selber privat in so einem Titel einfach nicht wohlfühlen. Technische Erholung wird es geben. Aber grundsätzlich finde ich eine Aktie wie Shell wesentlich interessanter, und auch in einer Aktie wie Shell kann ich eben Verdoppler bekommen und eben das ohne mit der Angst, dass das Unternehmen vor die Wand fährt oder dass ich massiv durch den Staat verbessert werde. Also lieber Shell als Schlumberger. Okay. Kommen wir zur nächsten Aktie, Ross Stores. Eine irre Fallgeschwindigkeit bei dieser Handelsaktie. Ist das jetzt eine Chance oder ist das berühmt-berüchtigte fallende Messer aus deiner Sicht? Nee, ist für mich definitiv eine Chance. Man muss sich das Unternehmen auch anschauen. Es ist ein kerngesunder Bekleidungsdiscounter. In den letzten zehn Jahren hat sich der Umsatz verdoppelt, der Gewinn sogar verfünffacht. Das heißt, man ist auch permanent in der Lage, die Margen hochzufahren. Man war auch von der Aktie, bevor der Corona-Einbruch kam, in Topform. Die Aktie hatte einen super Trend. Jetzt kommt eben die große Klatsche, Läden müssen schließen. Aber ich mache mir um Ross Stores relativ wenig Sorgen. Die Bilanz, die ist sehr stark. Man hat total flexible Kostenstrukturen und Einkaufsmodelle. Man kann sehr, sehr schnell reagieren. Gerade in den USA kann man auch sehr schnell Mitarbeiter freisetzen. Und man kann genauso schnell auch wieder starten. Ja, dazu kommt noch, als Discounter wird man natürlich ein überdurchschnittlicher Profiteur dann sein, wenn die Läden wieder öffnen. Ich weiß nicht, ob die Leute dann sofort auf hochwertige Sachen abfahren. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man als Discounter dann erstmal wirklich geflutet wird. Aktie war ja von 125 auf 60 Dollar gefallen. Das war fast ein Geschenk auf dem Niveau. Jetzt ist sie leider wieder auf 81 gestiegen. Ich würde einfach sagen, ich setze nochmal auf eine kleine technische Reaktion nach unten, würde dann um 70 Dollar definitiv kaufen. Es ist auch langfristig ein Trendinvestment. Also muss man auf die Liste nehmen. Okay. Schauen wir dann auf den Tech-Sektor. Auch dort sind die Kurse ja zum Teil fleißig gerupft worden. Für Broadcom jedenfalls gilt das definitiv. Auch hier massiver Kursabsturz. Was hältst du von der Aktie auch, wenn man es langfristig einordnet? Ja, im Februar scheint die Aktie noch kurz vor einem Kaufsignal zu neuen Tops. Ohne Corona wäre dieses Signal sicherlich auch gekommen. Jetzt ist die Aktie von 320 im Tief auf 167 gefallen, hatte sich also fast halbiert. Jetzt leider auch wieder schon Richtung 217 Dollar erholt. Das ist Volatilität pur. 167 Dollar war sicherlich ein Geschenk, aber selbst jetzt 217 Dollar gehen noch in Ordnung. Wir haben bei Broadcom einen Börsenwert aktuell von 85 Milliarden Dollar. Und was bei Broadcom total wichtig ist, wenn man auf die Bewertung guckt, wir gucken da nicht aufs KGV oder sonst was, wir gucken bei Broadcom immer auf den Free Cashflow. Das ist total wichtig. Und dieser Free Cashflow, der liegt auch hier rollierend über 12 Monate etwa bei 9 Milliarden Dollar. Ja? Das heißt, wir sprechen hier von einer Free Cashflow-Bewertung von unter Faktor 10. Und das gab es bei Broadcom seit 12 Jahren nicht mehr. Dazu muss man noch sagen, dass es operativ gut eigentlich läuft bei denen. Die haben im Bereich Software eine Bruttomarge von 90%, im Bereich Semiconductor, also Halbleiter, von 64% Bruttomarge. Das ist auch im Sektorvergleich echt stark. Und was eben auch auffallend ist, der Preistrend bei Drums und NANDs und besonders bei diesen Server-Drums,
der zeigt im Moment definitiv nach oben. Dazu kommt 6% Dividendenrendite aktuell, also einsammeln, ja, einfach mal einen Fuß in die Tür stellen, notfalls nach unten nochmal nachlegen, aber auch Broadcom wird eine erstklassige Chance. Okay. Gut, bleiben wir direkt auch an der Nasdaq und schauen auf eine andere Absturzaktie, nämlich Cintas. Deine Meinung dazu? Ja, ist ein Spezialist für Berufsbekleidung, Uniformen etc. Klar, die Pandemie haut natürlich kurzfristig richtig rein, hat starke Konsequenzen. Die Arbeitslosigkeit in den USA wird kurzfristig deutlich steigen. Aber auch hier muss man sagen, man war auf Rekordkurs bei der Aktie, bevor das Ganze kam. Wir hatten jetzt auch frische Zahlen zum dritten Quartal 2021. Diese Zahlen lagen deutlich über den Erwartungen. Man hat ein organisches Wachstum von 5-6% etwa. Und ich gehe auch davon aus, dass man das nach der Corona-Krise, dass man da wieder nahtlos anknüpfen wird. Ich muss dazu sagen, sie war mir vor der Krise bei $300, war sie mir einfach viel zu teuer. Deshalb ist der Einschnitt, den wir jetzt sehen, sicherlich interessant. Ich würde aber sagen, ja, Richtung $150, $160 wäre sie für mich sicherlich interessant. Ja, dann kaufe ich zu einem KGV um die 18 circa auf dem Niveau und dann passt das mittel- bis langfristig. Das ist kein schlechter Wert. Okay, kommen wir dann zur nächsten Aktie. Einkaufen macht ja dieser Tage nicht unbedingt großen Spaß, aber gegessen wird ja letztlich auch in der Krise. Wir schauen auf Mondelez. Auch diese Aktie hat kräftig federn lassen müssen. Deine Meinung? Ja, Mondelez ist ein total spannender Wert, auch operativ auf 5-6% Wachstum, beziehungsweise organisch über Jahre mit permanenten Dividendensteigerungen. Das ist halt ein klassischer Lebensmittelhersteller. Ja, das sind bekannte Marken wie Milka, Tuck und so weiter. Und wenn ich so einen Wert jetzt nach dieser Korrektur zu KGV 16, 17 kaufen kann, dann ist das einfach auch eine Gelegenheit. Klar, bei Mondelez bin ich dann auch dabei. Okay. Die letzten beiden Aktien hier im Schnelltest kreisen um das Thema Energie. Die erste von den beiden Kandidaten kommt beispielsweise zum Bereich Öl und Gas, nämlich OMV. Auch hier war im Kurs kräftig Ebbe angesagt. Chance oder eher Finger weg? Ja, ist ja ein bisschen vergleichbar mit Royal Dutch Shell. Der Kurs, der hat sich mehr als halbiert. OMV ist eigentlich auch wie Shell ein Konzern, der recht gut diversifiziert ist. Dazu kommt noch ein Basischemikaliengeschäft. Man ist sehr stark bei Propylen unterwegs. Man wird trotz des Einbruchs beim Öl jetzt 2020 wohl dennoch dieses Jahr schwarze Zahlen schaffen, wenn auch nur sehr marginal. Aber man muss auch sagen, bei normalisierten Ölpreisen, und das hatte ich letzte Woche schon gesagt, ich rechne mittelfristig wieder mit normalisierten Ölpreisen, weil Saudi-Arabien diese Strategie einfach nicht durchhalten kann. Ich rechne wieder mit Ölpreisen um $50. Dann ist man halt in der Lage, 5 € je Aktie zu verdienen. Und gemessen daran haben wir natürlich ein brutal niedriges, einstelliges, ganz tiefes KGV. Und wenn man in die Bilanz guckt, 16,8 Milliarden Euro Eigenkapital stehen gegen 8,4 Milliarden Börsenwert. Das heißt, wir kaufen OMV im Moment weit unter Substanz. Das ist so, als ob ich eine Dollarnote für 50 Cent kaufe. Also OMV auch auf dem Niveau eine Gelegenheit. Okay, und damit sind wir bei der letzten Aktie, ebenfalls aus dem Energiebereich, diesmal aber aus dem Bereich der regenerativen Energien. Ich hatte ja gestern schon Gelegenheit, mit Hans-Herr Wernicke auch über Nordex zu sprechen. Aber jetzt geht es hier im Schnelltest um die Aktie von PNE. Wie ist die Aktie einzuschätzen, Volker? Ja, es ist ja ein Projektierer und Betreiber von Wind- und Solarparks. Es gab ursprünglich ein Übernahmeangebot von Morgan Stanley zu 4 €. Die haben aber dann nur 40% bekommen, weil die Großaktionäre gesagt haben, das Unternehmen ist mindestens 6-7, wenn nicht sogar 8 € wert. Ich taxiere den fairen Wert jetzt erstmal konservativ auf 6 €. Bei PNE muss man sagen, dass der Corona-Effekt eigentlich gar keinen Einfluss hat. Die Stromnachfrage wird jetzt zwar kurzfristig sinken, ja, das wird passieren, aber es ist so, dass man eben dazu übergeht, dass man jetzt erstmal die Grundlast bei den Kohlekraftwerken runterfährt. Die Windparks, die laufen weiter unter Volllast, also ich sehe
überhaupt keinen Einfluss auf das Geschäftsmodell und sehe auch die Gelegenheit, eben unter 4 Euro zu kaufen, mit der Perspektive Richtung 6 Euro auf die nächsten 2 bis 3 Jahre. Das waren sie, 8 Einzelwerte, die Volker Schulz kurz und knackig für Sie eingeordnet hat. Schließen möchte ich diese Sendung mit einem Produkthinweis. Meine Damen und Herren, wenn Sie den Aktionärsbrief regelmäßig für Ihre Meinungsbildung heranziehen wollen, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um über ein Abonnement nachzudenken. Warum? Weil wir in der näheren Zeit ein Sonderangebot laufen lassen wollen. Und zwar ab Freitag, dem 27. März, bis voraussichtlich ungefähr Mitte April. Es ist also ein zeitlich befristetes Zusatzangebot, was wir hier einräumen wollen. Das eine ist die Standardoption zum Kennenlernen. Sie können unsere Briefe oder zumindest den Aktionärsbrief, die Aktienbörse und auch den Frankfurter Börsenbrief 3 Monate zum halben Preis lesen, bevor dann die Normalkonditionen greifen. Und jetzt kommt die Zusatzkomponente. Wir packen jetzt in dieser Zeit und auch zeitlich befristet noch ein Buch obendrauf. Sie können sich 1 von 2 Büchern aussuchen. Das eine, die Option 1, ist das Buch 60 Jahre Börse, also die Börsenmemoiren von Hans A. Bernecker. Und die Option 2 ist der Wegweiser für Kapitalanlagen 2020. Also, wenn Sie den Aktionärsbrief abonnieren wollen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um genau dieses Angebot aufzugreifen und zu nutzen. Schauen Sie gerne auf unsere Webseite www.ichkaufeaktien.de. Und damit sind wir nun tatsächlich ans Ende der Sendung gekommen. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie dabei waren. Ihnen noch einen richtig guten und sehr erfolgreichen Tag. Machen Sie es gut.